Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen. Herzliche Grüße von der Grünen Woche aus Berlin. Und hier zeigt die deutsche Landwirtschaft, was sie bietet, wie sie hier die Bevölkerung mit tollen, gesunden Lebensmitteln versorgt. Und man kann sich hier wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck verschaffen. Wir sehen aber auch mitten in Berlin, hier in dieser Großstadt, in der Hauptstadt, wie weit die Schere auseinandergeht zwischen dem, was wir in der Stadt erwarten von guten Lebensmitteln, von den Landwirten, vom Tierwohl, von einer artgerechten Haltung und dem, was draußen die Landwirte unter enormem Druck mit ganz, ganz vielen Regelungen auch auferlegt bekommen. Und diese Schere müssen wir schließen. Wir können den Landwirt nicht für alles verantwortlich machen. Auf der anderen Seite wollen wir aber eine artgerechte Tierhaltung, wir wollen gesunde Lebensmittel. Wir haben uns aber auch hier getroffen mit den Weidetierhaltern, die ganz, ganz große Probleme in den letzten 2-3 Jahren bekommen haben mit dem Wolf, der in Deutschland heimisch geworden ist. Wo können wir da eine Grenze setzen? Wie viel Wolfsrut, wie viele Wölfe brauchen wir in Deutschland, damit diese Art erhalten bleibt, wie es ja auch die EU vorschreibt? Und wo ist auf der anderen Seite dann die Gefahr, dass bei einer zu großen Population unsere Menschen gefährdet werden und vor allem die Nutztierhalter und die Nutztiere in Deutschland dann ganz, ganz große Einbußen haben. Diese Themen besprechen wir hier. Wir haben uns mit den Finnen getroffen. Die Finnen sind die Partner, das Gastland für die Grüne Woche hier. Und die Finnen haben eine ganz ausgeprägte Forstwirtschaft, die sie uns aufgezeigt haben und die auch jetzt mit einer Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz, mit ganz neuen Systemen die Forstwirtschaft beackern, um so auch einen Beitrag zu leisten für die Nutzung, die nachhaltige Nutzung vor allem von nachwachsenden Rohstoffen. Und auch die Finnen haben ähnlich wie wir Probleme mit dem Wolf und auch dort haben wir die Management Systeme abgeglichen und wir setzen uns auch in der nächsten Woche wieder in den Ausschüssen dafür ein. Nochmal herzliche Grüße von der großen, von der größten Lebensmittel- und Landtechnik- und Landwirtschaftsmesse aus Berlin von der Grünen Woche. Servus, ade. Nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.